Ich komme. Puff. Hallo. Man kann sich direkt beobachten. Ja, da muss ich mir noch was davor hängen. Hängen. Ich bin noch nicht weitergekommen. Ich war immer noch mit dem Bauernhof beschäftigt. Ein bisschen weiter sind sie gekommen. Naja. Dabei frage ich mich, wie sie da rübergekommen sind. Einmal von oben runter. Und dann ging's abwärts. Mit Wasser geht alles. Okay. So ruhig. Kann ich hier etwas passieren? Ja, irgendwie schlafen alle noch. Am helllichten Tag. Faule Leute. Ja. Sieht aber gut aus. Danke. Aber ist noch nicht ganz fertig. Ja, das Rad bewegt sich ja nicht mal so. Es herrscht auch gerade kein Wind. Ist der Sascha denn schon da runtergezogen, oder? Nein, noch nicht. Das Haus habe ich heute erst fertiggestellt. Mhm. Und da muss ja noch die Scheune für die Tiere hin. Und da muss ich auch erstmal gucken, wo ich die genau hinbaue. Vielleicht erst das Feld? Ja, das wollte der Herr Sascha ja selber anlegen. Also, die Mühle herum würde ich nur das ganze Feld machen und vor dem Häuschen dann die Tiere. Das könnte man machen. Dann zieht der Gestank wenigstens in sein Haus rein. Ist irgendwas vorgefallen oder was ist los? Nee, aber wenn ich so durch die Landestreife und Tiere niedermetzel, dann kommt man auch schon mal an das ein oder andere Tier, was nicht sehr gut riecht. Kühe? Kühe und diese Schweine. Hühner riechen auch nicht besonders toll. Haben Sie schon an einem Huhn geschnuppert? Nicht an einem Huhn. Ich bin ein sehr langlebiges Füchschen. Okay. Da können sie sich leider nicht draufsetzen. Ich frage mich gerade, warum ich durchlaufen kann.
Ja, da muss der Herr Ramon noch ein bisschen was an seiner Fertigkeit machen. Aber ich wollte mein Feuer austauschen. Ich kann es nicht anzünden. Nee, da brauche ich ein Feuerzeug dazu. Und ich weiß leider nicht, wer das verkauft. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass der Herr Ramon viel Auswahl momentan hat an Gegenstände für Häuser oder für die freie Natur. Wo finde ich den denn? Diese Richtung. Der Typ, der ganz hinten wohnt. Ja, der so blau ist im Gesicht. Kann er nicht endlich herziehen? Nee, ich glaube, der will dort bleiben. Dort ist jetzt ein neuer dazu gezogen. Dort baut ein dritter jetzt sein oder ein zweiter sein Haus. Es ist der Herr Ramon. Der Herr Janni. Und ich glaube, der Herr Tobias ist jetzt mit dorthin gezogen. Aber er hat doch sein Häuschen da hinten. Hatte denn Nee, das ist der Herr. Ach so, das nicht große. das, sondern das Ja. ein Stückchen da war der unter der Hügel. Dann wird er das abreißen oder der hat zwei Häuser. Ist doch gut für die Staatskasse. Naja. Bin mir da nicht so sicher. Und das Glas ist verkauft des Fräulein Sissi. Ach so. Und einmal runter. Ach, da ist sie doch. Ach so. Oh. Hallo. 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 Sehe irgendetwas? Nein, wir wollten einfach mal gucken kommen. Ach so. Ist irgendwas vorgefallen? Eigentlich nicht. Also ich wüsste von nichts. Warum könnte Aber sein ich. Heck versteckt sich? Ich habe da so ein Schild bei mir im Haus stehen, weswegen ich dich nochmal oder sie ansprechen wollte. Worum geht's denn? Also ich weiß noch nicht.
Schauen Sie sich einfach selber an. Die, das hier. Sie ist so hübsch. J.E. Und was hat das mit mir zu tun? Ja, ich habe jetzt einfach mal so ein paar gefragt, ob das irgendwie wer da rauskriegt, was das heißen soll. J.E. Ja. Ich würde jetzt so spontan tippen auf den, der draußen ganz, ganz schüchtern herumläuft und keinen Toten von sich rauskriegt und... Der da draußen ist. Genau, der da. Rike, hast du mir was zu sagen? Nein. Nur nicht. Wirklich nicht? Nein, ich tippe immer noch, dass das der Herr Yannick war. Aber jetzt haben wir, heute haben wir schon so, allgemein haben jetzt schon viele gesagt, dass das eher auf dich zu treffen würde. Ja, Jäger Eik passt doch nicht. Nein. Bei Yannick weiß ich nicht, woher das E. Ich war das nicht. Wirklich nicht? Nein. Wirklich, wirklich? Ja. Okay, Keeper. Ja, das ist, da kann man seine XP drin lagern. Wirklich, wirklich? Ja. Wirklich, wirklich? Ja. Wirklich, wirklich? Das wird mir gerade zu doof. Da oben ist doch ein schönes Häuschen mit einer schönen Aussicht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass der wunderbare Blick auf mich hat. Nein, die Bäume sind das hier wollte ich jetzt eigentlich, das wollte ich jetzt eigentlich nicht gesagt haben. Ja, genauso wie von seinem Jägerhochstand da drüben. Ich sehe aber nichts, hier sind ganz viele Bäume, die im Weg sind. Ihr beide habt, sucht gesehen, drei Zimmer. Sucht euch eins aus und verkriecht euch drin. Was danach passiert, ist nicht meine Sache, aber... Steht auch nicht mal fest, ob das wirklich von ihm ist. Tag? Wieso tauchen die auf? Weil es Nacht wird. Nee, die Sonne geht auf. Vielleicht haben die uns zu spät gefunden? Vielleicht. Ich sag ja, die Tiere sind doof. Und futsch. Aber du bist dir wirklich sicher, dass du es nicht bist, warst? Ja. 100%ig sicher? Ja. Bist du dir sicher, dass du dir sicher bist? Nein. Stopp mal. Doch, ja, ne. Ich muss weg. Komm doch jetzt mal hier. Nein, ich muss weiter bauen gehen. Bitte hier. Kurz. Nein, ich muss weiter bauen. Kurz. 5 Minuten kriegst du doch jetzt noch hin. Sie können auch ihr Gast nicht alleine lassen. Ich glaube, wir finden schon wieder zurück. Ja. Such doch eins der Zimmer aus.
ihrs. Dann hab ich ja gar keinen. Nein, sie haben doch drei Zimmer. Der Jägerhochstand, bei der Fräulein Sissi in das Zimmer. Da schläft, oben. Da schläft aber noch eine Frau mit drin. Ja, Cassie. Das sind nur eine Freundin. Dann habt ihr halt zwei Zimmer. Was schauen Sie so auf den Boden? Ich guck, wie das Gras wächst. Ich kaufe Ihnen das Ganze nicht wirklich ab. Waren Sie es jetzt oder nicht? Nein, und ich muss jetzt weiterarbeiten. Wir sehen uns die Tage. Okay, ciao. Ich würde es der Fräulein Sissi gerne sagen, aber... ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert. Und es gibt ja noch so viele andere junge Frauen hier. Ach Mensch, das ist kompliziert gerade. Was mache ich bloß? Ich baue jetzt erst einmal hier weiter, damit das hier vorangeht. Aufpassen, dass keiner von den Frauen hierher kommt. Das wäre etwas peinlich. Das bloß mit dem Fräulein Sissi. Ah, das ist so schwer. Moment mal, ich habe doch noch das Buch, was ich beschreiben kann. Dann werde ich ihr ein Buch schreiben. Genau, das werde ich machen. Ich werde dem Fräulein Sissi ein Buch schreiben. Dann werfe ich ihr das vor die Tür und renne ganz schnell weg. Ja, das mache ich genau. Ich hoffe nur, dass sie mich nicht dabei erwischt. Das wäre dann etwas peinlich. Das sieht Mist aus. Oh, ich hoffe, die hält das noch aus. Oh. Scheiße. Ich habe kein Werkzeug mehr. Moment mal, hier war doch irgendwo einer, der was verkauft. Ein bisschen Geld habe ich doch noch. Der müsste hier dahinter gewesen sein. Ist er, genau. Ja, da muss ich wohl bei dem überteuerten Heini wieder ein
Boah, einkaufen. Da ist ein Knochenpferd im Wasser. Alles klar. Hey, verkaufst du noch was? Nein! Nein! Warum? Scheiße, jetzt kann ich nicht weiterarbeiten. Tja, jetzt kann ich eindeutig nicht weiterarbeiten. Mist. Muss ich jetzt ernsthaft zu dem Herrn Yanni Games rennen? Oh, cool. Hat mir nur Leder gegeben. Fleisch. Rockstar, Dancer, Killer,